Ja, moin Lutz, was geht? Garn wieder hier am Start. Wir spielen Sniper Ghost Zero 3. Hat jemand gerade geklopft? Sind im Untergrund in unserer kleinen Höhle und wir haben was Neues zu berichten. Und zwar haben wir jetzt eine M4, beziehungsweise hier heißt sie Herstal, da ist er. Ziemlich cool aus, ich zeig's euch mal am Laptop. Na? Waffenlager, da. Da ist er. Sieht so ein bisschen wie die M4 aus, also so extrem bisschen, wenn ihr versteht. Wir haben Schalldämpfer drauf, ein Visier, das ist ein einfaches Visier, ein Griffstück, das war's. Skin kann ich nicht ändern, sieht aber trotzdem cool aus, ja, sieht echt voll nach einer M4 für mich aus. Hier heißt ihr Hairstyle, vielleicht ist es ja irgendwie so ein Name für die Waffe. Sei es drum, ach siehst du, jetzt bin ich da rausgegangen, darf ich eigentlich gar nicht, denn ich will ja den nächsten Mission starten, da könnt ihr das Visier sehen. Ist ein einfaches Visier, sieht aus wie so ein PSO-Visier. So, dann schauen wir uns das mal an, was eine Mission auf uns kommt. So, Ingenieure, halt, eine Gruppe amerikanischer Ingenieure wird am Dampf festgehalten. Befreie sie. Alles klar, machen wir mal. Diese Mission ist verdammt wichtig. Na dann. Denn es geht um amerikanische Zivilisten. Das verstehe ich, Sir. Ach, sonst ist es nicht wichtig, oder was? Und jetzt gerade ist ihre Sicherheit nicht nur unsere oberste Priorität. Es ist unsere einzige Priorität. Ja, Sir, aber... Genug, Soldat. Ich habe dir Freiraum gelassen. Viel Freiraum. Jetzt packst du erstmal alles andere beiseite. Verstanden? Ja, Sir. Verstanden, Sir. Ich kann mir keine verdammten Gedanken über Robert machen, wenn dort draußen Zivilisten sind. Robert ist vom Tisch. Absolut vom Tisch. Oh, ja, das ist ein Befehl. Gut. Ende. Gut auf die Scheiße, Alter. Deine Mutter ist in dem Auto, ey. Das Ding ist, ich mache die Außenposten gar nicht sauber, weil es hat echt keinen Sinn bei dem Spiel, da es nach dem Neustart vom Game wieder alles so ist, wie es war, dass wir... Denke ich mir nur, fick dich, wenn ihr versteht, ne? So, wir sind jetzt schon da. Und dann... Und wir fahren direkt rein auf gut Glück halt. Hier, da sind wir schon. Keine Zeichen der Ingenieure. Drinnen vielleicht. Oh. Wo ist das Auto jetzt hin? Ist weitergefahren, ne? Perfekt versteckt. So. Wir haben hier einen. Oder was ist das? Ja, das ist ein Gegner. Oh, perfekt. Den können wir versuchen. Also den versuche ich jetzt mal alles aus dem rauszuhören. Nein, du drehst dich jetzt nicht in meinen... Scheiße. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich den verhören. Na gut. Plündern wir ihm halt. Waffe ziemlich cool. Und mein erster Schuss mit der Waffe. Da haben wir einen Gegner. Oder? Wir hauen jetzt mal eine Drohne raus. War doch ein Gegner. Oben auf dem Damm geht's nicht. Okay, es geht nicht hoch. Und auf dem Damm. Doch, es geht auf dem Damm hoch. Und auch wieder runter. Ja, aber von hier. Alles safe sein. Hier kann man schon snipen. Gut. Ja, das langt jetzt. Schalldämpfer aufgebraucht. Immer noch. Jetzt nicht mehr.
Okay, also wir haben hier einen und hier einen. Der guckt. Ist er auf den hier? Dass er erstmal seinen Kopf zur Seite neigt und dann seine Kugel abkriegt, das ist auch geil immer wieder. Ah, warte, hier kommt einer auf ihn zu. Wow, der war gut. Die Kurve war ganz schön. Die er gemacht hatte. Schüsse in der Nähe. Bam, bam, bam. Haben sie dann kassieren müssen. Die wird wehtun. Voll in die Fresse rein. Wir gucken mal nach, was hier so Schönes gibt. Runter, merke ich gerade. Hier ist nichts. Okay. Tiefer, glaube ich. Gehen wir mal runter. Vorher checken wir mal ganz kurz ab. Was war das? Keine, das ist nicht so neu. Gut, wir gehen jetzt mal runter. Das ist ein Geräusch. Noch die zwei da vor uns, hier jedenfalls. Wir gehen das mal runter. Ist das hier im Baum? Nee. Links hier da. Okay. Hier wird ein bisschen gefoltert. Stark gefoltert. Irgendwo ist hier eine Munitionskiste. Ey, riesengroß, ne? Ich find's so nett. Oh. Das ist eine Patronenkiste, ist ja keine Munition. Ich bastel da draus da noch Munition. Jetzt checken wir mal nach, warum ist hier ein Fragezeichen? Hier muss ja irgendwas Schönes sein. Es muss ja irgendwo hier sein. Aber in dem Spiel ist es ja immer so schön, dass man hier einen Scheiß sieht. Da ist es doch. Was? Ist hier zweimal was oder was? War das voll? Hier muss noch was sein. Was? Da stand's doch gerade plündern. Jetzt, das ist ein Punkt gefunden. So, weiter geht's. Und hier unten Fragezeichen. Ah, wahrscheinlich, weil es einen Weg da rein geht. Okay. Das ist uns aber egal. Und jetzt mal hier weiter. Das hier mit.
Gucken wir jetzt den Raum da hinten. Geht's nicht lang. Oder? Wow. Wir haben da einen Gegner. Oder eine Cam, eins von beiden. Und hier geht's auch rein. Hier ist nichts. Und Kamera, Kamera, fuck. Wir haben hier eine Cam. Wo ist die? Da. Und da ist ein Spieler. Und da oben auch. Ja, ist jetzt gut. Patz! Ich dachte noch, Kollege. Oh. Safe? Ja. Nein. Bis jetzt. Was sieht uns denn hier? Dann gehen wir mal hier durch. Okay, nächste. Wo? Wieder da rum. Da vorne? Ja. Irgendwo noch eine Cam sein. Den lassen wir erstmal. Da ist die Cam. Cam und Spieler. Und ich hab keinen Bock auf die Aufnahme, ich wollte direkt auf die Cam schießen. Jetzt muss ich mich beeilen. Nicht, dass der... ...der irgendjemand anders... Boah! Okay. Dürften alle gewesen sein. Also nicht ganz alle, aber die, die wir entdeckt hatten. Keiner hier, weiter geht's. Hallo? Also Schütte euch, hier ist doch Blut, oder? Ja. Hallo, jemand am Duschen, kacken, pissen. Nicht? Hallo? Ja, dann gehen wir mal hoch. Checken. Nichts. Auch nichts. Noch eins wäre. War der Kerl hier. Okay. Schauen wir uns mal den Kerl an. Ich will es mal sehen, wie er festgehalten wird. Oh. Hat wehgetan. Aber noch eins wäre. Das hast du nicht gehört, Kollege. Wir werden angegriffen! Verstecken!
Da brennt irgendwas. John North, USMC. Ich komme Sie befreien. Ups. Ja. Das war jetzt ein Scheiß von mir. Ja. Hi. Hallo. Sorry. Das war's, Ingenieure? War jetzt echt nicht grad, ja, schlau. Also, merke, Männer im blauen Kostüm, nicht immer gleich alle feindlich. Ist aber auch behindert, ey. Letztes Mal waren sie nämlich feindlich, da knall ich die halt ab. Und jetzt auf einmal sind sie, ach, friendly. Bescheuert, hätten sie irgendeine andere Farbe nehmen können. Der checkt mich nicht. Holy shit. Das für eine, Mann. Helikopter auf dem Weg, bleib da. Warte auf mein Signal und geh dann hoch. Okay. Ja, auf das Mal schieße ich nicht. Sichere den Weg aufs Dach, alles klar. Okay. Irgendwie noch eine Treppe hoch? Ah, ja, da. Helikopter nähert sich dem Damm. In Deckung, North. Feinde kommen. Hilf den Ingenieuren zu flüchten. Rein zum Heli! Los, los, los! Was für eine Deckung soll ich denn geben? Haben abgehoben. Da kommt die Verstärkung. Wo? Kontakt! Kontakt! Oh, da liegt der Wichser mit den Raketen. Wow, das war viel zu knapp. Gut gemacht. In Sicherheit. Gute Arbeit, Marine. Jetzt verschwindet von dort. Verlass den Bereich. Gibt schon Headsets, die sind schon cool. Es sind zu viele. Rückzug, sofort. Wo zu viele? Wir aufräumen. Was ist das denn? Was ist jetzt los? Hä? Verlass den Bereich. Ich sehe hier keinen. Gut, verlass mal den Bereich. Wahrscheinlich sind sie alle hier drin, ne? Ja, ich bin ja auf dem Weg.
Es sind zu viele. Rückzug. Sofort. Spann dich mal, Kollege. Der Panzerschaden. Gehen hier durch. Es ist auf jeden Fall irgendwo noch einer, weil dieses Symbol ist noch da. Verlass den Bereich. Na, schauen wir mal. Irgendwo wird hier einer sein. Es sind zu viele. Rückzug. Sofort. Ich sehe da keinen. Nur für Rückzug. Lass uns doch mal da einquartieren, Mann. Aber die Mission ist erledigt. Mit einem kleinen Fehler. Aber geschafft. 75% Präzision, 11 Kopfschüsse, 19 Tötungen, 3 Alarme ausgelöst. Ja. Wir haben Amasi gesichtet. Oh. Ingenieure haben Roberts Foto erkannt. Ja, Schalldämpfer, Laser auf Gas. Was? Irgendwas mit Gas. Armagon. Die Ingenieure haben gesagt, sie haben an einem Damm Teile gesammelt. Turbinen, Motorteile, Schalter. Alles, was sie für den Bau einer industriellen Zentrifuge benötigen. Mist. Den Ingenieuren wurden die Augen verbunden und sie mussten durch unterirdische Tunnel. Also wissen sie nicht, wo das Labor mit der Zentrifuge sich befindet. Flostov? Hat die Arbeit überwacht. Wütend. Unhöflich. Hat rumgeschrien. Separatist oder Gesellschaft 23? Die Befehle kamen von Robert. Das Labor war voll mit gestärkten Soldaten in hochmoderner Ausrüstung. Also Gesellschaft 23. Ein paar Separatisten haben Routinearbeiten erledigt. Hast du die Koordinaten dieses Verstecks? Ich gebe sie John. Er muss sich zu Flostov durchschlagen. Er scheint die einzig verlässliche Informationsquelle zu sein. Ende. Alles klar, Leute, das war die Mission. Dann setze hier. Wie du vielleicht weißt, wurden wir gefragt, die Schmugglerrouten der Separatisten zu verfolgen. Das taten wir. Wir haben einige Hinweise, die wir aufnehmen können. Sims wird, während wir sprechen, von unseren Leuten instruiert. Ich hoffe, das wird unsere letzte Aktion gegen die Separatisten sein. Bitte triff dich mit mir. So, diese Mission ist auch vorbei. Und ich bedanke mich zu sehen. Die war ziemlich cool mit dem Damm alles und dran. Auch grafisch richtig geil. Ja, das eine Ding war ein bisschen scheiße von mir, dass ich den einen Ingenieur kaum gesehen, schon abgeknallt, aber das ist halt so meine Reaktion. War nicht so schlau von mir. Egal, sei es drum. Ansonsten war ein cooles Spiel, beziehungsweise ein cooles Video und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.